Paulina, ein neues Camilla, aka Paulina, ein neues Video. Das machen wir dann auf OnlyFans. Freunde, ich bin gespannt, worum es hier geht. Wie gesagt, wie immer, wir smashen keine vergebenen Frauen. Bitte, Chat, benimmt euch. Das ist die letzte Warnung. Ich hoffe, Onkel Jacek ist jetzt im Chat und fickt die Kollegen alle weg, die jetzt hier Scheiße schreiben. Bitte, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ihr müsst euch mal nochmal zur Verdeutlichung, versetzt euch mal in meine Lage oder in eure Lage. Stellt euch vor, ihr macht was, ja? Ihr macht Videos mit eurer Freundin und dann kommen so scheiß Kommentare zu eurer Freundin. Ich will sowas auch nicht lesen. Wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann mal auch eine Dame haben, mit der ich vlogge oder keine Ahnung was. Und dann schreibt ihr so eine Scheiße. Nein, das geht nicht. So, Freunde, let's go. Das machen wir dann auf OnlyFans. Paulina aka Camilla, Camilla aka Paulina mit ihrem neuen Video. Let's go, Freunde. Zu einem neuen YouTube-Video, diesmal von Madeira. Also, ihr müsst... Madeira! Soll ich das einfach geben? So wunderschön ist es hier. Das kann man einfach gar nicht realisieren. Ich habe das die ganze Zeit mit Marbella verwechselt, ne? Madeira und Marbella sind ja zwei völlig verschiedene Sachen, Alter. Ich Idiot. Das ist einfach der Ausblick von unserem Haus. Gym Time oder what? Vakuum Time. Zeig. Oh nein, das ist nicht so schlecht. Nicht so nah an mein Gesicht. Bis dahin muss ich erstmal was abnehmen, Paul, aber das funktioniert ja nicht. Hat sehr gut funktioniert. Nee, ich habe übrigens schon wieder zugenommen. Ich bin jetzt schon wieder bei 64 Kilo. Und ich habe. Ah, Paul, was bist du für ein Coach? Deine Freundin nimmt nur zu durch deine Pläne. Mit 65,9 in die Diät gestartet. Bin in der 7. Woche. Ja, ist das. Und 1 Kilo abgenommen oder wie? Normal? Bitter. Das ist bitter, ja. Aber. Und er findet es einfach nur lustig die ganze Zeit. Nein, ich finde es nicht lustig. Ich weiß, dass du abgenommen. King Kong Larry, ich schwör's dir, das ist sogar deswegen. Dass man sieht, der Fortschritt auch gestern bei Fotos vom Bauch, sieht man das großartig gar nicht. Ja. Siehst du ja selber auch im Posing im Gym, oder? Aber so minimal was am Bauch bringt mir eigentlich nicht so viel, weil das ja nicht meine Problemzone war und ist. Ja, ja. Also so am unteren. Das Problem ist, dass die Problemzone immer als letztes. Ja, das ist klar, aber irgendwie passiert halt gar nicht. Also am unteren Rücken oder an den Oberschenkeln ist noch nicht wirklich was passiert. Das ist ziemlich scheiße, muss ich sagen. Das kommt noch, aber ich... Also wenn ich du wäre, such dir sofort einen anderen Coach. Ich glaube, so einen, den eigenen Freund als Coach zu haben, der drückt dann mal des Öfteren mal ein Auge zu. Wer weiß. Oder hat einfach keine Ahnung von dem, was er tut. Ich habe schon gesagt, ich mache jetzt noch 4 Wochen Diät, dann bin ich bei 10, 11 Wochen. Ich bin definitiv im Kaloriendefizit. SN4KEDOC7, oh, danke dir fürs Prime. Ich weiß nicht, wie man deinen Namen richtig ausspricht. Bezieht. Snake Doktor, war richtig? Auf jeden Fall danke ich dir fürs Prime-Abo. Wenn da nichts passiert, dann verstehe ich gar nichts mehr. Es sind 4 Wochen. Mein Körper will anscheinend im Moment nicht und ich will nicht weniger Kalorien. Was will die denn werden? Ja, sie plant einen Wettkampf tatsächlich. Sie plant einen Wettkampf. Horst, Kevin, sein Vater, abonniert mit Prime. Kalorien essen, als ich jetzt esse, weil... Danke dir fürs Abo, mein Bester. Es gibt jetzt schon ein paar Tage immer wieder, wo ich echt Hunger habe. Deshalb, ich bin eigentlich auch ganz zufrieden, so wenn ich eine lange Hose anhabe. Also... Wie findest du Frauen im Bodybuilding? Absolut nicht mein Fall. Also ich mag es, wenn eine Frau trainieren geht, ganz normal, aber so Wettkampf-Bodybuilding bei Frauen ist nicht meins, auf keinen Fall. Ja, übrigens versuche ich jetzt immer, dass wir irgendwie so ein bisschen Partnerlook machen. Das habe ich schon letztens Weihnachten so oft. Ich hätte so gerne einfach so einen Matching-Pyjama gehabt oder was auch immer, aber der da hat sich einfach immer geweigert. Und jetzt schaue ich immer, was er anhat. Und ich wette, Camilla Camilla kauft sogar seine Klamotten, beziehungsweise entscheidet, was für Klamotten Paul anziehen muss. Der hat ja gar nichts zu entscheiden hier in der Beziehung, 100%. Passt dann so ein bisschen an, was also ich bei hatte. Mir gibt es nicht so viel Auswahl. Heute passt es zumindest farblich so ein bisschen, oder? Und die Schuhe sind sogar auch knall. Ist das nicht toll? Freust du dich? Ja, und wir drehen beide. Paul sieht vom Weiten aus, ob der eine Schürze an hätte. Erinnert mich gerade stark an seinen Pauls gesunde Küche. Warum kein Wettkampf-Bodybuilding bei Frauen? Also Wellness-Klasse finde ich noch okay. So in Off-Season-Shape ist gut. Bikini sehen die irgendwie alle gleich aus, sind alle abgemagert.
tragen Silikonbrüste und sind einfach nur dünn. Ja, ich finde, an einer Frau sollte was dran sein. Und dieses extreme Bodybuilding bei Frauen mit Muskeln, also so richtig, mit kleinem Schnurrbart, ne? Kleinem Schnurrbart und tiefer Stimme, das ist nicht meins, Freunde. Ja, ich habe natürlich Respekt vor jeder Leistung. Ich habe Respekt vor jeder Frau, die einen Wettkampf macht, die den harten Weg geht durch eine Prep, die eine harte Diät macht, 100%. Aber dieses Extreme, ist nicht meins, Freunde. Ist echt nicht meins. Super. Camille lässt ja wieder eine halbe Stunde durch und sagt, Paul, wann bist du fertig? Stimmt nicht. Ich brauche locker eine Stunde. Okay. Ja, dann. Nee, aber der sagt immer, ich brauche nur so und so lange. Und dann, währenddessen, läuft er einfach nur mit der Kamera rum und filmt irgendwas. Und dann sage ich, wieso trainierst du nicht? Aber ich trainiere doch hart. Genau so läuft das ab. Ich nutze meine 2 Minuten. Oh. Welche Klasse best? Wellness, also Wellness-Klasse best. Ja, Wellness finde ich okay, auf jeden Fall. Aber Rest... So viel möglich für YouTube ich zu machen. Ich höre gestern habe ich den nicht einmal einen Satz sehen, machen sehen. Also, stimmt nicht. Aber wie gesagt, Freunde, ist nur Geschmackssache. Das ist jetzt meine Meinung. Ne? Ich will hier keine Bikini-Athletin verurteilen, um Gottes Willen. Vielleicht sind ja auch Mädels im Chat, die Bikini-Wettkämpfe anstreben. Sollen die alle machen, ist euer Ding. Es ist nur meine Meinung, was ich objektiv, rein objektiv, ansprechend oder nicht ansprechend finde. Deine Insta-Story weiß mehr. Ja, für die Insta-Story, Paul, das wissen wir schon bereits. Alle anderen auch hier sind. Ich hab richtig Schiss beim Auto. Paul sollte eigentlich Elektroauto fahren. Du fahren. Was ich sagen wollte, ich hab übelst Schiss mit Paul Auto zu fahren, weil wir einen Auto. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, Freunde, aber diese kleine Hautstück oder Popel an der rechten Nasenloch bei uns. Von uns zu sehen, triggert mich das gesamte Video lang. Das fuckt mich gerade richtig ab. Autounfall hatten, beziehungsweise einen Moped-Unfall. Und das nervt mich richtig. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber das triggert mich. Wir einfach komplett auf dem anderen Auto drauf lagen, weil Paul nicht nach vorne geschaut hat. Wir sind gestern... Sorry, aber ich musste das gerade sagen. Auch schon fast in ein anderes Auto reingefahren. Nicht nur einmal. Und jedes Mal, wenn ich sage, bitte fahr langsamer, sagt er so, nee, ich fahr doch schon langsam, was auch immer. Das ist einfach echt kacke. Männer, ich hab echt Angst. Männer in die Kommentare. Nachdem man einmal auf der Rückseite vom Auto drauf liegt, ist es was anderes, ne, Paul? Ja, vergessen, weitermachen, Kopf hoch, Krone richten. Abends schön. Genau. Der denkt sich einfach nur, halt die Klappe, lass bitte losfahren. Genau so. Würde am liebsten in ihre Nase fassen und das wegmachen. Geil. Eine Frau will einen Adler. Eine Frau will einen Adler, ihn dann zu einem Wellensittich machen. Und dann sucht sie sich einen neuen Adler. Diese Weisheit hat mir ein Albaner gesagt. Gott, wird wieder bescheuert hier im Chat. Ich merke schon, ich merke schon. Achterbahn. Wieso filmst du euch genau die Übung? Weil die den immer auseinander nimmt, in jedem Video. Und ich finde das irgendwie geil. Weil keiner kann Paul triggern, so wie sie ihn triggert. Wisst ihr, was ich meine? Aber sie, so wie es scheint, haben die beiden eine lustige Beziehung auf jeden Fall. Finde ich gut. Ich hab's auch schon gesagt, weil das erste Mal ist, dass ich dich trainieren sehe. Wir sind jetzt am Strand und ich sterbe gleich vor Hunger. Zum Glück habe ich was dabei, habe ich mir heute Morgen vorbereitet. Das sind einfach Linsennudeln, Kidneybohnen, dann Blumenkohl und ein Fleischersatzprodukt. Junge, meins, was die, wenn die mal einen fahren lässt. Linsen, Nudeln, Brokkoli und Kidneybohnen, Digga. Das gibt richtig Kasala. Hat auch richtig nice Werte, das zeige ich euch gleich alles. Und wir sind jetzt hier am Strand gefahren. Paul aber bodenständig mit seiner Karre. Hat bestimmt AMG außerhalb der Videos. Nein, glaube ich nicht. Paul hat, glaube ich, keine AMG. Um das hier zu essen, hier gibt es leider nicht wirklich Sandstrände. Wir waren an einem, der war auch ganz schön, aber jetzt direkt unterm Gym gab es den hier. Waren wir noch nie. Aber schaut auch sehr, sehr schön aus. Kann man halt da vorne einfach ins Wasser springen. Also eh nice. Also ein Talent dafür, mein Essen schön
aussehen zu lassen? Habe ich leider nicht, aber es schmeckt mir jedes Mal richtig gut. Ich freue mich jeden Tag auf diese Mahlzeit, also besser geht's ja nicht. Und was isst du jetzt? Porridge, Obst, Protein. Deutschlands Gasprobleme gelöst bei dem Essen. Geil, Mann. Ich hab deinen Knoblauch schon von hinten gerochen. William, sag mal, die soll sich was anziehen. Haram. Digga, wo lebst du, in welchem Jahrhundert? Die sind gerade am Strand. Die sind doch gerade am Strand. Lass die doch Arme doch mal im Bikini anziehen. Was ist denn los mit dir? Ja, muss halt schmecken. Aber er nimmt sich einfach morgens immer so eine ganze Box Wassermelone und so aufgeschnittenes Obst mit, was ja an sich geil ist. Aber das steht dann erst mal 3-4 Stunden im warmen Auto. Und da isst es dann so halbwarme Suppe. Das finde ich so ekelhaft. Ich kann gar nicht. Wahr. Das ist lecker. Ja. Okay, Leute, wir machen jetzt den ultimativen Jump. Komm mal davor. Wir springen hier runter, okay? Was? Da ist so ein bisschen zum Mikrofon, der okay. Wort hat. 3, 2, 1. Woo! Das sieht so schön aus. Warte, mach da noch das ein bisschen weiter. Genau so kommt der immer aus dem Wasser. Perfekt. Jetzt noch hier so einen kleinen Schnubbi. Wieso? Da schaust du gleich ein bisschen älter aus. Echt? Ja, viel. Perfekt. Aber meine Frisur ist leider auch nicht besser. Die sieht auch immer genauso aus wie von Paul. Also hier ein geiler Einstieg als sonst, finde ich. Ja, schon ganz lustig hier. Sehr, sehr wellig, aber... Ja, extrem. Man wird immer voll am Ende dagegen geklatscht. Wir sind wieder zurück und jetzt gönne ich mir erstmal ein fettes Porridge. Ich habe mir das heute Morgen schon vorbereitet, sodass ich einfach viel mehr Volumen drin habe. Ich benutze 70 Gramm Haferflocken und mache das im Kochtopf. Somit kriege ich noch ein bisschen mehr Volumen rein, dann in den Kühlschrank. Zieh das nochmal durch, kriege noch mehr Volumen. Jetzt habe ich es im Ofen, damit es ein bisschen warm wird. Hier gibt es nämlich keine Mikrowelle, und vielleicht so ein bisschen eine festere Schicht kriegt. Da kommt dann nämlich Erdnussbutter drauf. Einfach damit ich ein paar mehr Fette esse, weil ich sollte jetzt schon 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht essen und das fällt mir eher schwer. Wenn irgendwelche Bikini-Athletinnen dieses Video sehen, wie macht ihr das? Weil ich esse 1600 Kalorien. Ich denke, ihr werdet... weniger essen als ich, ein paar Wochen lang, und trotzdem auf euer Fett kommen und dabei nicht vor Hunger sterben? Paul, lass mal deine Freundin hier vloggen, mach doch keinen Lärm da im Hintergrund, Mensch. Wie funktioniert das? Ich weiß es nicht. Und ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Die sind einfach stärker als ich. Das sind übrigens meine natürlichen Haare, wenn ich sie von Luft trocknen lasse und das beantworte. Du isst 2400. Ja, sie ist aber auf Diät gerade, ne? In Wettkampf-Prep. Und ich hoffentlich auch immer die Frage, wieso ich oft mit offenen Haaren trainiere, weil wenn ich ein Haargummi benutze, kriege ich dann einfach so einen Knick rein und sieht dann halt noch beschissen aus, als wenn die sich so ein bisschen von meinem Schweiß locken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall eine Runde wandern. Hier ist die Natur so unglaublich schön und nachdem wir ein Auto haben, machen wir nicht so viele Schritte. Deshalb, ja, Pauls Essstörung muss genährt werden. Er muss alle Kalorien wieder verbrennen, die er in sich reinpumpt, obwohl er sowieso abnimmt, im Gegensatz zu mir. Nee, Spaß, über sowas macht man echt keine Witze, aber über den Paul darf man mal einen kleinen Witz machen. Ja, ist okay, wenn du sagst, ich habe eine Essstörung. Ich denke mal, alle Bodybuilder haben eine Essstörung. Ich zähle auch dazu. Nee, alle Bodybuilder haben eine Essstörung. Ich wollte gerade sagen. Paul hat es doch mal gesagt. Also ein bisschen so alle Bodybuilder, vor allem die so ausschauen haben. Ein bisschen. Wir haben alle Dachschaden. Da gebe ich dir recht. Camilla hat wieder mal nicht aufgegessen. Perfekt. Das hat sogar eine Sekunde gedauert, gerade bei mir. Aha. Da unten geht's Party, Alter. Ja, danke doch. Stabil, und wir gehen mal an. Mikonos. Perfekt. Ja, alte Opa. Country Roads. Boah, sie stellt ihn aber echt als doof hin, ja, in den gesamten Videos, aber genau das finde ich lustig an den Videos. Weil sonst stellt ihn ja niemand als doof hin. Es gibt immer so eine gewisse Person. Gebt euch einfach, wie cool die Wolken da einfach aussehen. Die hängen, ich weiß nicht, ob man es richtig sieht, aber die hängen da so richtig über die Bäume und den Berg drüber. Also echt mega nice. Auch wenn ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, so gar keinen Bock auf Wandern habe. Einfach, weil ich so Hunger habe und ich fühle mich so schwach auch einfach die letzten Tage. So richtig erschöpft einfach. Egal, wie lange ich schlafe oder ob ich trainiere oder nicht trainiere. Ich bin einfach komplett fertig. Und das, obwohl mein Körperfettanteil noch nicht mal so niedrig ist, wie er hoffentlich nächstes Jahr ist. Also das wird lustig. Paul, freust du dich schon, das dann auszuhalten? Ich glaube, das Ziel bzw. das, was Paul mit ihr vorhatte, war erstmal eine Diät, dann in den Aufbau oder so ein Minicut und dann richtig die Wettkampfprep. War das richtig? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Da freue ich mich wirklich sehr drauf.
Das ist einfach, ganz ehrlich, ist schon ein hartes Leben, wenn dein Freund einen größeren Arsch hat als du. Was macht man dann? Was machst du denn dann, Paul? Mehr Hip Thrusts, mehr Squatten. Läuft nicht zu, würde ich sagen. Das Beste ist immer, wenn man einen kleinen Arsch hat und der Freund trotzdem so tut, als ob der riesig wäre. Ein bisschen Liebe für Camillas Arsch. Nee, danke. Das machen wir dann auf OnlyFans. Erstmal gibt's Liebe für deinen Arsch. Die filmt einfach seinen Arsch beim Laufen. Ah. Ja, siehst du, gefällt dir doch. Max Squat war bei mir 2,40. Den Geräuschen zu urteilen. Eigentlich sieht's auch so aus, wird da gleich ein Engel erscheinen. Ja, tatsächlich. Aber den Engel habe ich doch schon hier. Das wird... Oh, romantisch. Dein Spruch. Ich kann nicht mehr. Spruch gewesen, Mann. Die gibt immer gute Sprüche, die ich hätte sagen können und die fallen mir nie ein. Da bist du auch bald eingesperrt, Paul. Das sieht doch so aus, als hätte er drin... Bist du da am Strohlern? Ja, Mann. Jemand gelebt, aber ja, halt hier. Wirklich. Junge, Paul hat ja eine asoziale Ader in sich, hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Der pinkelt in die Wildnis. Da oben gibt es nämlich noch zwei andere davon. Überall Früchte und einfach ganz, ganz viele Bananenpflanzen, auch wenn es die hier nicht gibt. Ah, da hinten gibt es auch welche. Ich finde immer so schade, solche Urlaubsaufnahmen kommen auf Kamera nie oder mit dem Handy nie so rüber wie in echt. Ne? Nie. Paul sagt schon, er will die pflücken und klauen. Das sieht hier gar nicht spektakulär aus und in echt ist das bestimmt mega krass, wenn man da ist. Aber ja, mal schauen, was wir so machen. Jetzt trinkt er seine eigene Pisse, ich glaub's ja wohl nicht. Abwasser. Schmeckt sehr gut. Das ist die Quelle der Jugend. Da braucht man kein Botox mehr. Ich nehme das mal nicht als Fronting, dass ich Botox brauche. Nein. Also schmeckt wie aus dem Wasserhahn. Ja, echt gut, gell? Von hier oben sind wir circa gekommen. Jetzt sind wir fast auf der anderen Seite. Nasser Weg. Das sieht schon mal nach Urwald aus. Alter, hier tropft es krank runter. Einmal vorgehen. Aha, danke. Mit den Gymschuhen. Eieiei. Drei Kurven später. Wir gehen jetzt sicher noch 20 Minuten, dann kommt kein Wasserfall. So, Fräulein. Will nicht mal weitergehen. Wo ist so der Schatz, ha? Es wird gleich dunkel. Ich hab Junge, was schreit der Paul denn auf einmal so ins Mikrofon rein, Alter? Ich krieg gleich einen Hörsturz. Keine Angst vor der Dunkelheit, aber will den Wasserfall sehen? Ich will aber nicht im Dunkeln 40 Minuten durch den Wald gehen. Warum? Voll geil. Ja. Vor allem, wenn die Wege halt so sind. Das ist ein bisschen verständlich. Okay, das ist ja mal richtig krass. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Wo sind die beiden eigentlich? Madeira. Die sind Madeira. Wir haben echt in Madeira, auf Madeira, whatever. Wie gesagt, schon vor 10 Kurven, das ist die letzte Kurve, die wir machen. Naja, so zieht man durch, Leute, wisst ihr? Immer eine Kurve nach der anderen, eine noch. Genauso macht man es. Genauso. Hier ist es. Super enttäuschend, aber ja, bevor wir hier im Dunkeln langlaufen müssen, drehen wir jetzt lieber erstmal um. Survival Martin hat versagt. Ja, wenn man nicht durchzieht, gell, dann sieht man auch keinen Wasserfall. Na siehst du, wir sind schon fast da. Ja, Gott sei Dank. Kennt ihr das, Freunde? Ich denke mal, das kennen hier, glaube ich, nur die vergebenen Jungs. Hier, so. Siehst du, wir sind schon... Wartet mal. Survival Martin hat versagt. Ja, wenn man nicht durchzieht, gell, dann sieht man auch keinen Wasserfall. So wie er sich gerade hier präsentiert hat, das machen Männer nur in einer Beziehung. Die reden dann mit ihrer Frau, als ob die 15 Jahre alt wären. Ich kenne das selbst von mir noch von früher. Siehst du, wir sind schon fast da. 100%. Ja. Und wenn ihr Nein sagt, ich schwör's dir, ihr lügt. Ihr lügt. Perfekt. Das war eine knappe Geschichte. Jetzt hoffen wir noch, dass wir zum Supermarkt kommen und Camilla einen Salat kriegt. Wir haben es relativ knapp geschafft. Dankeschön. Geschafft. Ja, gleich. Sascha 1909, danke dir, mein Lieber, für den Support. Und es ist echt schon dunkel. Und es war auch irgendwie sau anstrengend. Deshalb hat mein lieber Coach mir erlaubt, dass ich 200 Kalorien mehr essen kann. Deshalb werde ich mir jetzt, also einen Shake und einen Salat gönne ich mir sowieso noch. Aber ich überlege die ganze Zeit, was kann ich mit 200 Kalorien essen, was mich... Maximal. Was kann ich mit 200 Kalorien essen? Digga, einfach gar nichts. Geh einfach schlafen. Besser gar nichts essen als 200 Kalorien essen. Also, ja, mal schauen, was ich jetzt beim Einkaufen finden werde. Die da sind einfach vegan und ich finde, die schauen so geil aus. Die haben Banana Pancake Mix. Die haben auch extra Proteine. Boah, ich glaube, ich mache mir morgen auch mal wieder Pancakes zum Frühstück. So schön aus Haferflocken,
Whey, Vanille Whey rein, so geile, dann schön Beeren, Blaubeeren drüber, voll Bock drauf. Also die haben echt ganz gute Werte. Werde ich jetzt im Aufbau wert, dann würde ich die... Schön mit Nutella drüber, nein Spaß, kannst auch direkt normale machen. 100.000%ig essen. Aber ich überlege auch, ob ich sie einfach mitnehme. Hier gibt es halt auch echt einfach extrem viele vegane Sachen. Auch richtig geil. Das da zum Beispiel hat einfach nur 75 Kalorien. Kann die sich ja ganze 2,5 Stück gönnen vorm Schlafen. Esse ich auch sehr, sehr gerne. Also es ist wirklich einfach nur so ein bisschen Reis, noch ein bisschen Schokolade. Aber so für die Cravings, richtig geil. Und ich zeige euch später noch, was ich esse, wenn ich wirklich Cravings habe, aber gar keine Kalorien mehr. Diese Croissants sind einfach vegan. So geil. Ich habe noch nie so was Krasses gesehen, wirklich. Das hier ist echt so meine größte Schwäche. Herr Paschulke, 1989, ich danke dir, mein Lieber, für den Support. Davon könnte ich alles essen. So, jetzt wird's endlich Zeit zum Essen. Ich sterbe vor Hunger. Deshalb habe ich mir auch erstmal einen richtig fetten Salat gemacht. Und ein Mini-Porridge mit ein bisschen Apfel für die 200 Kalorien. Und das Beste, was danach noch kommt, einfach Gurke mit ein bisschen Süßstoff. Klingt richtig ekelhaft, schmeckt aber richtig geil. Schmeckt einfach wie eine Süßigkeit. Man schmeckt überhaupt nicht, dass es Gemüse sein soll. Kannst du bezeugen, oder? Ich durfte auch mal in den Genuss kommen, das zu testen, ja. Schmeckt schon geil. Ich bin positiv überrascht, muss man sagen. Probier das mal aus. Ich habe auch so eine Light-Schokosoße. Und ich muss sagen... Wir haben ja letztes Jahr auch schon benutzt, da habe ich genau damals gesüchtet. Ey, Gurke mit Süßstoff habe ich tatsächlich gefressen, kurz vorm Wettkampf, weil ich nichts mehr essen durfte und ich kam nicht auf mein Leben klar. Abends, ich schwör's euch, ich habe Gurke mit Schokoladenflavepulver gefressen. Kein Scheiß. Ich schreibe jetzt bar. Aber macht mal 2 Stunden Cardio am Tag, mehrere Wochen lang. Und isst mal Zero Carbs. Ich schwör's euch, diese Gurke, ihr würdet die ficken wollen. Die schmeckt so geil. Ihr würdet die auffressen. Die schmeckt brutal, glaubt mir. Diese Gurke mit Süßstoff, Schokolade, beste. Ja, ich glaube nicht nur du. Aber, genau. Aber ich schwör's dir, Paco, wenn du Internetkabel zerbeißen solltest, ne? Ja, schlaf, schön schlafen. So ist gut. Gurke habe ich letztes Jahr auch schon gegessen. Und auch die Gurke mit dieser Light-Schokosauce schmeckt einfach übertrieben geil. Das ist doch ein schön romantisches Essen, beide mit so 2 Fetten. Oh, ein schöner Weißwein. Wein dazu, ha? Huh? Ja, alles genau. Perfekt. Aber wir nehmen lieber 7-Up Zero. Oder Now I Clear. Oh, ich habe meinen Shake vergessen, ich darf noch einen Shake trinken. Geil. Yeah! Auf jeden Fall, einfach beide. Was ist denn da drüben so? Wer brüllt denn da so rum? Riesigen Salatschüssel und dann schauen wir noch. Ach so. Narcos Mexico. Beste, habe ich alle Folgen durch. Habe ich schon mal gesehen und ist einfach richtig, richtig nice. Camille ist so jemand, der kann Filme oder Serien zweimal schauen. Ich kann es nicht mal. Ich darf immer nur Dinge. Bei manchen Sachen, bei sehr, sehr wenig, würde ich es zweimal schauen, aber bei sehr, sehr wenig. Aber der Witz an der Sache ist ja vor allem auch noch, ich erinnere mich so ziemlich, was passiert ist und was sie so gesagt haben, aber keine Ahnung, mir macht trotzdem Spaß. Freunde, Paco schläft. Der schläft hier auf dem Teppich unter mir, unterm Schreibtisch. Hast du schon? Paul hat das Gedächtnis wie ein Goldfisch. Vielleicht deswegen. Und willst trotzdem nicht. Aber wenn ich dann trotzdem eine Szene sehe, denke ich mir, boah, nee, will ich nicht schon. Wir sind jetzt noch eine Runde geschwimmen. Es ist echt nicht so warm. Oh, geil. Nachts im Pool. Beste, Alter. Aber es ist so wunderschön. Die Aussicht kann man jetzt leider nicht so gut sehen, weil es schon dunkel ist. Aber ich hoffe, euch hat mein YouTube-Video zumindest ein bisschen gefallen. Schreibt mir gerne einen Kommentar, lasst ein Like da. Abonniert diesen Kanal und denkt dran, dass ihr mit haben wir doch schon, Paulina. Mit dem Code Camilla auf alles von Rocker Nutrition 10% sparen könnt. Machen meine veganen Zuschauer auch. Also gönnt euch was. Willkommen. So, Freunde, geil. Das war ein schöner, netter Urlaubsvlog von Paulina Camilla. Sehr, sehr cool, hat mir gefallen, vor allem wie sie immer wieder Paul triggert, gefällt mir sehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal, kommentiert wie immer fleißig und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt, damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, adios.